Frühsturm. Oha. 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 Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute spielen wir nach einem halben Jahr ungefähr mal wieder Observation. Dies ist die vierte Folge. Ich habe mal kurz reingeschaut in den alten Aufnahmen, aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was wir das letzte Mal gemacht haben. Aber irgendwie bin ich wieder in einem Sci-Fi-Hype, weil ich mir dachte, das Spiel muss ich mir wieder geben. Vor allem, ich möchte das Spiel jetzt endlich mal langsam durchhaben. Das dümpelt so auf meinem Kanal rum. Und mit ein paar Änderungen. Nicht mehr so lange Folgen, sondern eher geschnittene, kürzere Folgen. Oh, ich muss gleich niesen. Bevor das passiert, ab ins Spiel. So. Ich habe mir kurz mal die Karte angeschaut. Die Spielkarte, und zwar die hier. Mein erster Gedanke war, what the fuck? Ich blick wieder nichts durch. Was habe ich das letzte Mal gemacht? Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass wir in diesem Raum waren. Glaube ich zumindest. Aber die anderen Räume sagen mir nichts mehr. Nach einem halben Jahr. Es wird echt Zeit, das Ganze zu beenden irgendwie. Rote Farbe. Ich mag rot. Ich kann mich noch erinnern, dass wir da nicht können. Zugriff verweigert. Das müsste ja hier. Wo ist die Maus? Ich dachte, wir hätten eine Maus oder so. Wenn nicht. Wenn wir mit Sam durch die Gegend fliegen. Wo ist dieses Sam OS? Das fliegt doch, oder ist es kaputt? Nicht sicher. Genau, stimmt. Wir haben ja eine Kamera. So langsam dünkt's mir wieder. Und dann können wir auch irgendwie, ja genau, mit dem Mausrad können wir zoomen. Und da haben wir hier Access Denied. Und ich muss irgendwie die Zahlen eintippen, aber ich habe ja herausgefunden, dass es auch ohne geht. Ja, unsere Aufgabe, Besatzung finden. Aktuelle Aufgaben, Crew Tracker. Den haben wir jetzt, glaube ich. Wenn wir hier durchticken. Sagen. Ich einfach mal drauf und guck. Wir können antworten. The tracker for Jim Elias is showing corrupted data. There must be a fault or a networking issue. Is there any location or medical info? Oh, mach's kurz Russisch. Jetzt nicht verstanden. Captain Jim Elias is located in the Russian arm. I am unable to determine his exact location. Okay, is there any biomedical data making it through? There is no biomedical data being received for Captain Jim Elias. He's dead. Okay, what about Josh? He's please tell totally me you have something dead. On him. Josh. Geh zurück. Josh. Josh Ramon. The tracker for Josh Ramon is showing a weak connection. Tut mir leid. Can we get a position on him? Is there any biomedical data showing? There is no biomedical data being received. He's also dead. Can we get a position on him? Nee, the location of Josh Ramon is unknown. I don't understand. Maybe there is some interference. May, we've got a fix on Jim. He's in the Salyut somewhere. Good. Get him to sort this mess out. Telling me owes me an explanation. Stimmt. Wait, it looks like your cameras in the Russian arm are offline. Let me get that for you now. Whiskey? Get a visual on the captain for me, Sam. Where is he? Was ich sagen wollte, ich vergaß. Wir haben ja noch eine May. Es müsste sie sein. Die Asiatin, die plötzlich da war.
dass im heiteren Himmel plötzlich, diese ganzen Objektive. Das ist viel Geld. Ja gut, die ganze Facility, Raumstation ist Unmengen von Millionen Geld wert. Aber diese Objektive, das ist ja schon allein 10.000, 20.000, 30.000 Euro wert. Würde ich jetzt mal sagen. Wayne, wo ist diese May? Wo versteckst du dich? Stimmt, ich bin ja hier zu helfen, nicht zu terminieren. Hast du Physics Terminal? Besatzungskojen. Also ich gehe jetzt einfach durch, bis ich diese May finde. Battery ist leer. Kann man da irgendwas fixen? Nope. Irgendwo kann man doch... Das hatten wir doch auch letztes Mal, dass wir irgendwas im Strom gemacht haben. Oder bin ich da ganz auf dem Kreuzweg? Nach wie vor, I don't get it. Ich stelle mich wieder ein bisschen dumm an. Ist auch keine Asiatin. Ein Sam US. Kann ich nicht nehmen? Hm. Wahrscheinlich muss ich das über meinen Laptop machen. Jetzt versuchen wir mal einfach wahllos irgendwelche... Nee, diesmal geht's nicht. Diesmal müssen wir die Tasten drücken, die eingeblendet werden. Ja, komisch. Achso, na jetzt ist mir gerade ein Fehler aufgefallen. Ich muss echt mal wieder einfach reinkommen ins Spiel. Response to Elsa. I'm sorry, Elsa, but I cannot help with the survey data. The captain has all my time. He's even broken protocol to delay my sleep cycle for some space janitor duties. Watching dials, running checks, backing up transmission data for a full 5 hours. All while Sam does the very same, of course. I don't know why he's got us scheduled like this. We're all on different sleep arrangements and we barely get time to work together. This isn't how we normally do things, if you're wondering. I'm sure future missions will feel a little less isolated from one another. If you need anything, just shout. Message ends. Ja, ich könnte Hilfe bei der Suche der Asiatin gebrauchen, wenn sie mir bitte helfen könnten. Danke. Es hat nichts gebracht. Duct Tape brauchen wir ganz... Nein, falsches Spiel. Das ist nicht bei Fallout 4. In welchem Raum waren wir noch nicht hier? Waren wir nicht das? Low Battery. Da ist doch eine Steckdose. Die schalten wir an. Aha! Sag doch, man muss irgendwas mit der Steckdose machen. Message for Jim, please, Sam. Hey Jim, I didn't want to say it out loud in front of everyone, but... Emma and Josh are pretty tight these days, and I'm thinking I should move Sleep Station to give them some space. I've spoken to Ailsa, and she says she'd be fine with me emigrating over to the China module. Needs your sign-off, though, Captain. Reminds me of our time back on the ISS. End message. China ist so ein komisches Wort, finde ich. No hate, einfach dieses Wort China. China, wie beim Schlagzeug. Das eine Becken, das heißt auch China. Ist mir nur so mal random gerade durch den Kopf gegangen. China. Über Warnmeldung an die Besatzung. Ja. Ja. Kamerafehler, Initiierung nicht durchführbar.
optisches Signal offline. Eingriff der Besatzung erforderlich. Manuelle Überwachung erforderlich. Okay. Okay. Okay, okay. Was passiert, wenn ich hier die Notlupe stelle? Ja, die ist schon auf, denke ich. Das Dumme ist, man hat hier null Orientierung. Okay. Jetzt ist das zu. Ups. Ja, hier ist doch ein Mensch. Sehe ich doch. Das sehe ich doch. Die Luke ist da, wo wenig Müll ist. Beziehungsweise da, wo der Müll ist. Ist hier überall Müll? Das sind die Dreier. Dreierpäckchen. Genau. Gut, gut, gut. Die Tür muss ich öffnen. Ja, ich... bin mir sicher, was ich machen muss. Ich muss nämlich mit dem Sam OS dorthin fliegen. Ich ob alle Gänge offen sind. Derzeitig nicht verfügbar. Ja, ich denke mal, wie das schon in den ersten Folgen zu sehen war, ist das Spiel jetzt nicht wirklich spannend. Hat so seine spannenden Phasen, die aber eigentlich recht selten kommen. Ich hoffe zumindest, dass im Laufe des Spiels noch irgendwas kommt. Ein bisschen mehr Action, vielleicht ist es auch einfach nur der Anfang des Spiels. Es ist einfach nicht viel passiert, außer diese einzelnen Rätselpassagen. Dann müssen wir wieder Strom einschalten. Habt ihr irgendwo die Steckdose gesehen? Ich nehme mich gerade nicht. Wo ist die Steckdose? Ist das eine Steckdose? Nein. Umgebungssinn. Das ist eine Steckdose. Man sieht es am grünen Kabel. Der Lüfter. Derzeit nicht verfügbar. Response to Emma, please, my dear Sim. Hello, Emma. I am trapped at my station at the request of the captain. So the doctor duties you like so much must wait, I'm afraid. I'm wondering if you can help me with something, however. I've been working on the guidance and navigation coordination for days now, and we're heading to a particular point of orbit that was not on our standard path. Do you know if Elsa or Josh has requested a move? I tried to ask Jim, but he brushed it off with a not now, Stars. Something is going on. Message ends. Ich musste gerade überlegen, Doktorpflichten, die du so liebst. War das jetzt gerade zweideutig? Das jetzt aus, muss auch nicht. Deswegen gucken wir, dass wir jetzt hier Sam zum Laufen bekommen. Da ist ein Zettel. 4, 8, 12, 6, 16 wahrscheinlich. 4, 8, 12, 16, das könnte noch richtig sein. Daten haben wir geboren. Junge, Junge, Junge. Noch ein Dokument. Eine Zeichnung aus Stanislavs Notizen. Stationsrotation immer das gleiche. Teleskop hier. Standard Orbit 336 km. Lenk- und Navigierungsdaten gehen für weitere Umlaufbahn. Lenkt uns der neue Orbit zum Teleskop hier. Physics.
Google. Ich habe mich in der Schule immer für Physik interessiert. Was nicht bedeutet, dass ich darin gut war. In der Schule war ich recht faul. Umso erstaunlicher, dass ich so einen tollen Job habe. Und man ändert sich mit der Zeit. So, wie geht's jetzt hier weiter? Please repeat your previous request. I said get me a visual on Jim. Von Jim. Okay. Jim ist tot. Nein, das sind ja die Besatzungsruinen. Würde ich mal sagen, dass hier irgendwas ist. Bis auf die unzähligen teuren Objektive ist hier nicht. Ach, gar nicht. Alle Türen offen? Ja, sollten ja. Es ist ja auch nicht Teil meiner Aufgabe, jetzt hier alle Türen zu öffnen. Wenn ich das schon merkwürdig finde. Hier ist ja auf, ist ja. Was war das? Ein Laptop. Ein Laptop. Überall sind Laptops verspritzt. War das richtig? Hätte ich das machen sollen? Viel interessanter ist doch dieses eine Foto da, dass ich nicht zugreifen kann. Warum? Hier diesen Online? Aber warum? The astrophysics terminal is receiving new scope data. Once the new data is in, we can maybe use that. Ich muss wahrscheinlich mehr kommunizieren mit der Dame. Die Daten haben wir geborgen, ja, ja. Die Steckdose angeschalten haben. Kameramodul, weiß ich nicht. Please repeat your previous instruction. Sorry. I said get me a visual on Jim. Ja, bin dabei. Aber, Madame, das will nicht. Das fängt ja schon mal gut an. Das ist interessant. Man sieht sogar einen besseren Umriss von dem Gedöns. Wortfindungsstörung. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall müssen wir da rein. Nicht angeschlossen. Nötig Schallpläne nicht gefunden. Okay, ich brauche also einen Schaltplan
um dieses Tor zu öffnen. Meistens ist der Schaltplan ja irgendwo. Irgendwo an der Wand, wenn man dann einscannen muss. Der irgendwo versteckt ist. So. Der irgendwo versteckt ist. Gott, dieses... Ist es das? Nein. Dann suchen wir weiter. Ah, da muss ich bestimmt mit Sam durch. 100 Euro. Das ist das Tor, der Lüfter. Warum ist das zu? Wäre, wenn man die Kameraführung sehen könnte. Was? Wenn man die Kameraführung sehen könnte, dass man wüsste, welche Kamera man sich gerade anschaut. Sorry, Leute. Mark Hint. Hint das. Mark Hint. The cameras in RU6 are failing to initialize. Okay, I can do that now actually. Ach so, jetzt auf einmal. Soll ich hier jetzt die ganze Zeit rumfliegen? Jetzt Phantom erst. Online. Anstatt mir zu sagen, hey, ich kann das selber machen, nö, flieg halt rum und such das Problem. Ach, by the way, ich kann es selber machen. Oh. Okay. Was haben wir hier? Wir haben hier Jim Elias. Captain Jim Elias is located in RUS 6. We should be able to access the Russian arm now. Jim, it's Emma. I have your location. I'm heading to you now. Kommt die jetzt oder was? Jetzt.
ist hier so vorbeigeflogen, oder? Was hat die jetzt vor? Weiß ich nicht. Jetzt sehe ich hier keine. Da kommt sie. Tatsache. Die fliegt jetzt hier durch. Vielleicht deswegen musste ich die Türen öffnen. Sehe ich die jetzt auch auf der... Ah ja, auf der anderen Kamera sehe ich die auch. Filigran, grazil wie eine Gazelle, fliegt sie durch die Raumstation. Sam, I can't get in. The hatch control is damaged. Und jetzt brauchst du wieder meine Hilfe. Shit. Hey, jetzt hat man nicht. Mach die Tür auf, keine Sorge. Ganz einfach. Get in and open this hatch from the other side. Ich bin doch schon dabei, Madame. The schematic for the Russian hatches is on the laptop. Hurry, Sam. Ganz ruhig. Warum machst du immer so eine Panik? Erstmal lesen. Whatever happens next, thank you. All of you. I don't mean to be cryptic. Sorry. Suspicious. Oh je, diese Schaltplanungen immer. Okay, ja, habe ich mir gemerkt. Denn ich habe ein Ultra Brain. Und kann mir natürlich den Schaltplan anschauen. Sie ist verriegelt, richtig? Also müssen wir erstmal entriegeln. L3. 2, 2, 2. 1, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2. 2, 2. 3. 2. 2, 2, 2. Gut. Luke entriegelt und öffnen. Komm, geh zu deinem Schnuckelchen. Jim. Captain. Can you hear me? This is happening. Oh God, May. Emma, Emma, talk to me. He's dead, May. No, God. Emma, what is happening? Das wollen wir herausfinden. I need your help. I'm at the panel, but the controls aren't responding. Suggestions? I'll get Sam out to you. He can wirelessly connect. There's another sphere in RUS-02 next to the airlock. Use that. RU-02. Details ansehen. May morgen außerhalb der Raumstation finden. Okay, RU-02. Ja, jetzt darf ich es auf einmal nutzen, gell? Also. Ibabub. Ach, jetzt habe ich den Schaltplan. Boah, das ist so komisch. Geht nicht. Muss ich auch mal wieder wechseln. So, Schaltplan. Muss man den Kack erstmal einschalten.
ist doch offline. Ich mach nochmal in Regeln. Ist offline, ja. Ist genau das, was ich dachte. Da ist kein Strom. Na gut. Aber das ist doch das Ziel, was ich machen muss, oder? Ich muss jetzt diese Luke öffnen. Die aber blöderweise offline ist. Das heißt, ich muss wieder nachdenken. Wir haben auf jeden Fall einen Code, aber ich weiß nicht, was denn dieser Code ist. Nee, morgen außerhalb der Raststation finden, okay. Fliegen geht. Get out here, Sam. I'm outside the Chinese arm. Give me a hand. Also muss ich hier raus, okay. So, interne Luke. Zu. Nee. Externe. Zu. Nee. Okay. Aber, hä? Muss man nicht hier die Tür erstmal schließen, bevor man das macht? Nee, einfach hier den Druck rausnehmen. Voilà. Was ist los? Irgendwo hänge ich. Bestimmt ein Bug. So, mach auf den Laden. Okay, Sam. I'm patched into your sphere feed now. She should be able to link to the sphere and hear us. Hallo? Do you hear me? Is anybody out there? Ich muss jetzt zum Chinese Arm. Der Uhr ist da, also sieht man das irgendwo? Okay, ich muss erstmal hier Orientierung gewinnen. Das Ding ist ja eine riesige sphärisches Dingens. Und ich glaube, das war. Was fliegt denn da rum? Okay, nichts Wichtiges. Ach, steht da. Das ist der Chinese Arm. EAS. Okay, das ist EAS. Ja, es ist der da. Wir sind jetzt quasi einmal rum. Das heißt, das da ist der Chinese Arm. Ja, richtig. Orientierung kann ich. Kann man irgendwas melden, wie kaputt der Keck ist? Scheinbar nicht. Jetzt muss ich hier irgendwie. Ah! Hier ist die Olle. Die Asiatin. Oh mein Gott, Sam, that's her. Is she okay? She's moving. Na? I know there is a way of resetting them out here, but I'm not sure how. I need Stas. May, I'll send Sam to reset the hull contact points. I had the same issue in the EAS arm. If he can fix them, you can head back inside instead of having to move around all the way to the EAS airlock. Okay, Sam, reset the hull contact points between China and Universal, please.
Halteklammern der Luke C, China 01 wieder schließen. Okay, China 01, China 01. Welches davon ist China 01? Das ist die Frage. Sind das nicht die Haltedingens? Das da waren doch die Haltedingens, ja, ja, ja. So. Wie haben wir jetzt das letzte Mal gemacht? Easy peasy, lemon squeezy. Good work. Get back to May so I can update her. She should be able to access Shenzo again. Asiatin, du kannst wieder rein. Wo ist sie nochmal? Ach toll, jetzt habe ich sie verloren. Da. Komm, geh wieder nein. Was ist? May, Sam sorted it out. You can get back inside and meet me in Universal now. Okay, okay. I much prefer that option. Sam seems to think. May? Storm. You're breaking up. I'm heading back to CN3. I'll be with you. Whoa, 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 whoa. Ganz ruhig, Sturm. Sam, you seeing this? Uha. May? Uha. Get back inside now. Uha. The storm on the planet is. Nein! And it's gone. Die ganze Arbeit umsonst. Eine Asiatin weniger. Hey Sam, I got you in another sphere. I don't know what just happened, but I feel like I've changed. And that's not the only thing to have changed. Someone is coming to get us, Sam. Leute, was war das? Also das Spiel wird immer verrückter. Fängt langweilig an, aber mit solchen Cutscenes und mysteriösen Wendungen erschlicht das Spiel immer wieder. Deswegen spielen wir das auf jeden Fall weiter. Boah, ich bin gespannt, was noch kommt. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel durchzuspielen. In diesem Sinne hoffe ich, es gefällt euch auch. Dieses kurze Let's Play. Die nächste Folge dauert nicht allzu lange, bis sie veröffentlicht wird. Ich spiele jetzt gleich weiter. Bisschen vorab vorausarbeiten. Und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder zu. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Enerd Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.